Ja, entsprechend gab es erstmal ein großes Hallo. Meier und Ziegner mit Ralf Heskamp in illustrer Runde. Die Fans, die sehen dann auch noch mit Marvin Ajani und Sebastian May zwei Ex-Spieler. Wir springen rein in die Partiehalle in den roten Trikots in Durchgang Nummer 1 von links nach rechts. Und wir schauen erstmal, was uns für ein Spiel erwarten wird. Eins auf ganz tiefem Boden. Grätschen vorprogrammiert, wie hier von Zimmerschied und Bitter. Knappe 10 Minuten rum, dann das erste Mal die Gastgeber aus Duisburg im Vorwärtsgang. Bakalorz auf die Seite zum Exzellenser Marvin Ajani. Der gegen Landgraf schaut, guckt und sieht König im Zentrum. Da fehlte nicht viel. Philipp König, 22 Jahre jung. Er spielte mal in der Jugend von Rot-Weiß Erfurt. Und die Duisburger, sie machen weiter Betrieb. Ball rutscht durch zu Mogultay. Boran Mogultay. Kennen Sie nicht? Woher auch? Drittliga-Premiere, fast auch Torpremiere. Aber da hatte einer was dagegen. Und zwar Jannis Vollert. Artistisch mit der Hacke deutlich vor der Torlinie. Der Hallesche FC muss auch mal wieder ein bisschen was tun. Der MSV hat das Zepter des Handelns in der Hand. Dann aber mal Dominik Stetschik. Vorbei an Sebastian May mit dem Auge für Leon Dama. Und der hat ein bisschen Platz. Zieht ab, Ball noch leicht abgefälscht. Die Ecke allerdings, die wird dem HFC verwehrt. Dama findet's nicht so lustig. Wenige Augenblicke später wieder die Zebras. Mit Buadus und Mogultay im Eck. Buadus. Kein Problem für Felix Gebhardt. Das Spiel nicht super attraktiv, aber wenn, dann sind es die Duisburger, die mehr tun. Auf Seiten des HFC ist das Glas oft halb leer. 3 Minuten noch bis zum Halbzeitpfiff. Ecke für den MSV. Da sind sie stark. 4 Tore haben sie schon. Und Bakalorz fast mit dem 5. nach einem Eckstoß. Da fehlte nicht viel. Ein Saisontreffer hat Marvin Bakalorz bereits am 2. Spieltag gegen Essen. Erzielte er seinen ersten Saisontreffer. Ecken können aber auch die Gäste aus Halle. Auch schon 4 Tore. Kreuzer. Zunächst kann der Ball geklärt werden. Tom Zimmerschied aber dann im 16-Meter-Raum. Gegner bleibt weg, will keinen Elfer riskieren. Zimmerschied nimmt Maß. Patsch an die Latte. Beste Aktion vom Halleschen FC. Wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff. Und da wäre der Keeper niemals dran gekommen, bleibt fest zementiert auf der Linie stehen und schaut, wie der Ball ans Gebälk rauscht. Rasenpflege nach 45 Minuten. Ich kenne mich nicht so gut aus, gehe aber davon aus, der ist dann zum zweiten Abschnitt wieder top in Schuss. Und auf den Rängen wird Nachschub geordert für einen hoffentlich aufregenden zweiten Durchgang. Aber es zieht sich. Wir sind schon in der 60. Spielminute. Bitter macht den Ball mal lang und König nimmt Maß. Verfehlt aber das Ziel dann doch um einen guten Meter. 5 Minuten später wieder der MSV. Vom HFC bislang noch gar nicht zu sehen. Landgraf dann rustikal. Hätte man auch zum Einwurf klären können. So gibt's eine Ecke. In Spielminute 65. Kolja Pusch nimmt sich dem an. Bakalorz 1-0 Duisburg. Marvin Bakalorz im ersten Durchgang verfehlte er nach einem Eckstoß knapp den Führungstreffer. Jetzt markiert er ihn. Und das rund 25 Minuten vor dem Ende nach Pusch-Ecke mit dem Kopf. Erfolgreich Marvin Bakalorz. Wie fällt die Reaktion aus des HFC? Da muss aus dem Spiel heraus deutlich mehr kommen und sie versuchen es. Dominik Stetschik noch ohne Drittligator. Jetzt ist es ganz knapp. Im Landespokal unter der Woche traf er zweimal gegen Eintracht Elster, gegen einen Landesligisten. Hier verfehlt er das Gehäuse hauchzart. Halle braucht den Ball, den haben aber die Gastgeber. Buadus sieht Stoppelkamp, der Eingewechselte verpasst zunächst, hat dann aber das Auge für Boran Mogultay. Gebhardt stark auf dem Posten,
kann den Einschlag und die Entscheidung, das 0:2 aus Sicht des HFC verhindern. Aber am Ende jubelt trotzdem Thorsten Ziegner, gewinnt mit 1:0 gegen geschlagene Hallenser, die heute keinen guten Tag erwischt haben. Das wird auch André Meyer so analysieren müssen.